One, two, three, four. Ich grüße euch. Heute kurz vor dem Jahresübergang, heute am 30. Dezember 2022, zeige ich euch nochmal einen Rhythmus. Ein letzter Rhythmus im Jahr 2022. Ihr habt es ja schon gehört, der Rhythmus setzt sich zusammen aus Bassschlägen und Höhen. Und die Schläge dazwischen sind Taps. Also Taps sind die Schläge, wo ihr die Trommel berührt. Aber es keinen Ton von sich gibt. Es gibt keinen Ton von sich. Ich mach mal den Rhythmus noch mal langsam für euch vor. Bum, bum, dim, dim. Also etwas langsamer, noch nicht ganz langsam. One, two, three, four. Alright, also vielleicht habt ihr es schon rausgehört, es gibt ein durchgängiges Muster. Bum, bum, gam, dam, bum, bum, dam, dam, dum, dum. Und das ist eigentlich, pass auf, ich mache das mal noch langsamer und teile den Rhythmus in zwei Teile. Und zwar der erste Teil, wenn ihr den habt, ist der zweite gar nicht mehr so schwer, gar nicht mehr so viel. Also. One, two, three, four. Ihr merkt schon, die Hände spielen die ganze Zeit abwechselnd durch. Taps, so wie Katzenpfötchen. Einfach nur mit den Fingerkuppen. Und das läuft die ganze Zeit durch. Das ist Teil A von dem Rhythmus. Und Teil B. Okay, und jetzt gehen wir es langsam durch. Teil A. Ihr merkt schon, ihr betont einmal mit der Haupthand im Bass, Nebenhand im Bass, Haupthandhöhe, Nebenhandhöhe und dazwischen Taps. Ich versuche es mal noch langsamer zu spielen. Oder noch besser, ich mache es mal nur auf meinem Schenkel, weil da hört ihr, dass es immer das Gleiche ist. Na Quatsch. Haupthand, Haupt, Neben, Haupt, Neben. Jetzt das gleiche auf der Trommel, mal ohne spezielle Töne, einfach nur die Betonung. Ja? So, und das Ganze jetzt mit den Betonungen. Zwei im Bass, zwei auf der Höhe. One, two, one, two, three, four. Na Quatsch. One, two,
One, two, three, four. Okay, das ist Teil A. Teil B. Der Bass bleibt und jetzt ab der Höhe habt ihr jetzt drei betonte Schläge. Das sind zwei mit der Haupthand und ein mit der Nebenhand, dazwischen Tabs. Alright. Ich hoffe, das war euch langsam genug. Ansonsten könnt ihr an eurem Browser, wenn ihr das auf YouTube schaut, gibt es ein kleines Rädchen, da könnt ihr die Geschwindigkeit verlangsamen, falls das nicht funktioniert. Ja? Mit meinem Tempo, dann dreht es da ein bisschen langsamer. Aber ich denke, das bekommt ihr gut hin. Das war jetzt ein gemütliches Tempo. Jetzt mache ich den ganzen Rhythmus mal A und B hintereinander weg und mache dann nochmal eine Pause und zähle es nochmal rein. Ja? Auch im gemütlichen Tempo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Habt das? Okay. 1, 2, 3, 4. Das ist der Rhythmus. Der lässt sehr viele Variationen zu. Das ist jetzt eine Variante für euch. Ich persönlich spiele den schneller. Ich mag das schneller. Und vielleicht habt ihr es auch gemerkt, wie schön es ist, wenn es die ganze Zeit so tippelt. Tippelt. Und es ist auch wichtig, dass es auch bei euch tippelt. Ja? Dass es wirklich Tabs sind und keine Töne. Ja? Sonst ist der Unterschied zwischen dem Rhythmus nicht klar. So, jetzt zum Abschluss des Videos spiele ich den Rhythmus nochmal schnell mit ein paar Variationen zur Inspiration für euch. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Hier ist Ingo Gutmann. Habt's fein. Bum, bum, din, din. 1, 2, 3, 4.